Ich glaube, besonders bei dieser Ballkontrollsache ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man probiert, als Trainer auch immer kreativ zu sein. Man sollte sich immer überlegen, was können für unterschiedliche Spielsituationen im Spiel entstehen. Und danach probiert man dann so ein bisschen seine Übungen halt zu variieren. Ich glaube, umso öfter man in diesem Bereich variiert, umso interessanter bleibt es auch für die Spielerin, dass man nicht halt seine, ich sag mal, 3-4 Übungen hat und die spult man quasi von Montag bis Freitag immer im gleichen Rhythmus ab. Dann ist man am Ende bei dem gleichen Thema wie dieses 1-1-1 Spielen, sondern probiert wirklich sich da Gedanken zu machen. Bei mir ist es zum Beispiel ganz oft so, ich habe eine Idee, was ich machen möchte. Ich möchte zum Beispiel, ich sag mal, eine leichte Übung machen, wo sie Dankebälle aus einer Bewegung anfangen, präzise nach vorne zu machen. Dann fange ich an, die Übung zu bauen. Wie kann ich Zuspiel da hinzufügen? Wie kann ich sie sinnvoll wechseln lassen, dass sie in einer guten Intensität auch warm werden? Und dann passiert es auch ganz oft, dass ich dann, während ich eine Übung am Laufen habe, mir Ideen kommen, wie ich diese Übung halt noch ausbauen kann, um noch unterschiedliche Anforderungen an die Spielerin zu stellen. Also ich sage, wie gesagt, ganz oft, ich komme rein, ich fange an die Übung und dann während die Übung läuft, kommen mir Ideen, wie ich diese Übung noch spezifischer auf bestimmte Situationen oder für bestimmte Situationen nutzen kann.